Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute machen wir mal etwas ganz anderes. Es gibt seit Anfang der Woche den neuen Patch 1.2.7 in der Open Beta zum Testen. Und ich möchte euch in diesem Video mal ein paar wichtige Neuerungen für DCS World und auch ein paar Module vorstellen. Was wir genau dran nehmen oder was ich hier in dem Video zeige, seht ihr ganz am Anfang in der Agenda. Und eine vollständige Übersicht aller Änderungen, also der sogenannte Changelog zum Patch 1.2.7, den findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Und wir fangen auch gleich einmal an, gehen dazu in den Missionseditor. Und wir machen mal eine neue Mission auf. So, und ein paar Neuerungen, die ich euch an der Stelle gleich einmal zeigen möchte, betreffen die Module UH1H und Mi8-MTV2. Wir nehmen uns dafür mal hier so einen kleinen Flugplatz, Beslan. Denn bei den Hubschraubern habt ihr ab sofort ein paar Möglichkeiten, was die Settings angeht. Und zwar könnt ihr euch hier im Payload oder Zuladungsmenü anschauen und auch einstellen, ob ihr die sogenannten Hardpoint Racks, also diese Befestigungen für die MGs und die ungelenkten Raketen bzw. die Miniguns, ob ihr die dran haben möchtet. Die Einstellung habt ihr hier. Und ihr könnt einstellen, ob die Chef- und Flare-Behälter dabei sein sollen. Aktuell im Spiel funktionieren aber bis jetzt nur die Flares, die Chefs funktionieren noch nicht, also Düppel ist noch Work in Progress, sprich in Arbeit. Und wir stellen einfach mal verschiedene UIs mit auf die Platte, also das ist jetzt hier der, in den ich mich gleich reinsetze. Und da haben wir hier die äußeren Pods, die M134 Minigun, die kennt ihr auch schon aus meinem Waffentutorial zum UI. Dann haben wir hier weiterhin die Rockets und jetzt neu können wir hier auch auswählen. Ihr habt das hier oben auch bildlich dargestellt, was ihr für Bewaffnung an den Bordschützen haben wollt. Bisher hatten wir ja nur die M60. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, hier die M134 Minigun zu setzen. Und was die für Schaden anrichtet, zeige ich euch gleich im Anschluss. Und darüber hinaus setzen wir einfach noch einen zweiten UI hin. Und hier deaktivieren wir mal die Hardpoint Racks. Da springt er automatisch auf keinen Payload, weil er kann ja dann keine Zusatzbehälter mitführen. Und damit das auch ein bisschen Sinn macht, nehmen wir mal eine Medical Version des UI. So, jetzt dürfen wir hier wieder den Piloten auswählen. So, und das Ganze gibt es natürlich auch für die Mi8 MTV2, das zeige ich euch ebenfalls. Wir setzen die erstmal irgendwo hin. So, hier die Mi8 MTV Average. Und jetzt können wir auch hier sagen, die Hardpoint Racks sollen ab sein. So ist es auch dort. Eine Version ohne diese Gestänge an der Außenseite, die ihr sicherlich kennt. Und jetzt wählen wir das nochmal aus. Das heißt, das hat sich speziell für diese zwei Module geändert. Für den UI gibt es noch ein paar ganze Neuerungen. Die möchte ich aber in den einzelnen Tutorials zum UI behandeln und bei der Mi 8 natürlich auch. Das sind jetzt nur Sachen, die auch den Missionseditor betreffen. Deswegen möchte ich die euch an der Stelle hier einmal zeigen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Spiel an. Okay. Wir sind im Spiel und jetzt sehen wir hier, das sind eben nicht mehr die M60, sondern sind jetzt die M134 Gatling-Kanonen.
Schussprobe folgt sofort und auch die Gunner, die diese Maschinengewehre oder Miniguns bedienen, wurden von Belsentech neu gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal die Version ohne die Hardpoint Racks an, also ohne diese Befestigungen. Da haben wir sie und ja, kann man sagen, ist jetzt wirklich eine 1A zivile Version. Also ihr habt weder die Auswerfer für Düppel und Flares dran, noch habt ihr die Gewehre der Bordschützen dran und ihr habt auch nicht diese Hardpoint Racks für die Raketenbehälter dran. Also das ist jetzt wirklich schon eine 1A zivile Version. Das Cockpit ist weiterhin das alte, aber ich glaube, damit können wir definitiv leben. Und wenn wir uns die Werfer für Düppel und Flares einmal anschauen, da sehen wir, die sind jetzt hier hinten dran in der Version 1.2.6, sind die ja noch ungefähr so an der Stelle, wo das U ist von dem Schriftzug United States Army, also am Anfang des Hex, und jetzt sind sie ja wirklich ganz außen. Was jetzt wirklich real ist, kann ich euch nicht sagen. Da habe ich mir noch keine Fotos angeschaut. Und was wir auch sehen, hier oben hat man ja beim Yui immer schön dieses dünne Gitter gesehen, wo man auch ein Stück von der Engine gesehen hat. Auch das sieht man jetzt nicht, sondern das sind quasi nochmal Beplankungen davor, die sicherlich zusätzliche Panzerung darstellen. Und wie wir jetzt hier sehen, ist natürlich auch dieses Abgasrohr, wo der Abgasstrahl nach oben gelenkt wird in den Hauptrotor, um eben eine geringere Hitzesignatur darzustellen. So, und dann haben wir natürlich noch die Mi 8, und auch hier sehen wir, diese Gestänge für die Raketen- und Kanonenbehälter fehlen. Das heißt, auch hier haben wir jetzt 1A, eine zivile Version. Und ja, ich denke, das macht rein für das Feeling, je nachdem, was man für Missionen mit den zwei Hubschraubern fliegt, doch schon sehr viel aus. Okay, dann möchte ich euch natürlich auch die Minigun auf den Positionen der Bordschützen nicht vorenthalten. Wir springen mal auf die linke Seite. So sieht sie also aus. Auch hier könnt ihr mit Track-IA oder mit der Maus zielen, habt allerdings kein Fadenkreuz. Und diese Gatling-Kanne macht echt jede Menge Feuer, das werdet ihr sehen. Und die wird natürlich auch heiß, auch das ist animiert, wie ihr seht, wird der Lauf schon warm und fängt an zu glühen. Und im Vergleich zur M60 muss man noch sagen, ist das ordentlich Feuerkraft, die uns hier zur Verfügung steht. Und auch von außen sieht das Ganze doch sehr schick aus, wenn wir uns das mal anschauen. Also grafisch sehr schick und eben auch von der Wirkung wesentlich effektiver als das M60-Gewehr. So, an dieser Stelle sehen wir das neue Su-33-Modell, was jetzt mit dem Patch 1.2.7 erscheinen wird. Und auch den Engine Smoke seht ihr hier, also der ist bei allen Flugzeugen vorhanden, wenn der Nachbrenner nicht eingeschaltet ist und die äußeren Einflüsse, also die Wetterbedingungen auch stimmen, dann sieht man eben die Triebwerke qualmen, was schon sehr schick aussieht. Und wir schauen uns dieses Modell mal aus der Nähe an. Also nachdem das F-15 und Su-27 Modell neu gemacht worden ist, kommt mit dem Patch 1.2.7 auch ein neues Su-33 Modell, und auch wenn ich die Su bisher nicht so gern geflogen bin, muss ich doch sagen, dass das Modell wirklich erstklassig aussieht.
Und ich glaube, da kann man mit der Su 33 doch ordentlich Spaß haben. Schauen wir uns mal an, was es für die A10C Neues gibt. Und zwar können wir an der A10C nun endlich, wie es real auch möglich ist, an Station 6 verschiedene Bomben anhängen. Voraussetzung ist, Station 5 und 7 sind nicht belegt. Das heißt, auch hier kann man einfache ungelenkte Bomben auch ab dem Patch 127 dranhängen. Und eine weitere Neuerung ist, dass wir jetzt nicht nur den ALQ 131 Self-Protection Jammer dranhängen können, sondern auch den ALQ 184. Der sieht ein bisschen anders aus und ist in Realität für die A10 verfügbar. Das heißt, wir können für die A10C zwei neue Sachen im Payload dranhängen und jetzt gleich im Final zeige ich euch auch mal den Rauch der Reifen beim Aufsetzen. Den gibt es schon seit 1.2.6. Der sieht jetzt mit dem Patch 1.2.7 noch ein Stück schicker aus. Deswegen möchte ich euch das jetzt gleich mal zeigen, wenn die A10 hier aufsetzt. So, und ich glaube, wir schauen uns das von vorne an. Ja, also auch hier ein sehr, sehr schöner grafischer Effekt. Und wir schauen uns die nächste Neuerung an. So, neben dem neuen Modell für die Su-33 gibt es ein weiteres neues Modell, und zwar die MQ-9 Reaper-Drohne. Dabei handelt es sich zwar nur um ein neues Objekt, was von der KI, also von der künstlichen Intelligenz, gesteuert werden kann. Also ihr selber könnt das Fluggerät nicht aktiv steuern oder direkt steuern, aber es ist natürlich ein weiteres Modell für DCS World, was den Fuhrpark bereichert. Und neben der MQ-1 Drohne ist das jetzt nun also die zweite Drohne, die ja darüber hinaus auch wirklich sehr, sehr schick geworden ist. Und wie ihr seht, kann die auch ein bisschen was an Bewaffnung mitnehmen. Also ich habe hier Hellfire dranhängen und GWU-12 lasergelenkte Bomben. Die Reaper kann aber auch GDAMs in Form von GBU-38 mitführen, und wenn ihr Combined Arms spielt und dort Host seid, dann könnt ihr natürlich auch dieser Drohne Ziele zuweisen, dass sie die Ziele dann auf euren Befehl hin angreift. So, im Hintergrund habe ich hier den Flugplatz von Batumi und auch den Hafen. Und ja, ich glaube, auch das ist wirklich eine gute Neuerung. Die ist schon schick, muss man sagen, die Drohne. Ich habe sie hier einfach mal in den Zirkel gesetzt, damit wir uns die ein bisschen angucken können, aber die ist wirklich schon sehr, sehr schick. Da unten ist der Sensor, also die Kamera zum Beobachten des Ziels. Vielleicht kann man die ja irgendwann mal steuern. Gut, wir machen weiter. Eine weitere Neuerung im Patch 1.2.7 sind außerdem die neuen Welleneffekte. Voraussetzung hier ist, dass ihr die Wasserqualität auf hoch gesetzt habt. Und
Auch wenn es sich bei DCS World aktuell noch eigentlich um den Flugsimulator handelt, macht das Ganze drumherum doch sehr viel aus und da bin ich der Meinung, dürfen natürlich auch gute grafische Effekte nicht fehlen, die vielleicht nicht direkt die Flugeinheiten betreffen, sondern wie hier eben auch die Schiffe. Also da bin ich ja der Meinung, gerade was die Wassereffekte und auch was die Qualität des Wassers und der Texturen angeht, kann DCS World allemal mit aktuellen Shootern mithalten. Wenn ihr dann im Mission Editor entsprechendes Wetter einstellt, also Sturm oder Orkan, dann sind die Wellen natürlich um einiges größer. Das werde ich euch sicherlich in einer der nächsten DCS World oder Combined Arms Tutorials mal zeigen und das sieht schon sehr schick aus hier mit dem Wasser, muss man sagen. Na, also die Gischt und auch hier vorne die Wellen, die hochspritzen, das sieht wirklich schon sehr, sehr schick aus. So, eine weitere Neuerung auch was die Waffen betrifft, gibt es jetzt die GBU 31 V3, die sogenannte Banga Buster. Für die, die schon länger DCS spielen, früher konnte man ja mit den normalen GBU 31, 38 oder GBU 12 die Bunker zerstören. Das geht nun nicht mehr und Eagle Dynamics hat hier die aus dem realen Leben gehörende Bunker Buster hinzugefügt. Auch hier sehen wir schon den Engine Smoke bei der Strike Eagle. Und mit dieser Bombe ist es jetzt wieder möglich, Ziele zu zerstören. Also feste Ziele, so wie Bunker oder wie wir hier haben, Ammunition Depots, Command Center. Aktuell ist die GBU 31 V3 Bunker Buster allerdings nur für die Strike Eagle verfügbar und die können wir ja selber nicht steuern. Das heißt, es bleibt uns ja der Umweg über die KI oder Combined Arms, jedenfalls für den Host. Aber auch hier das Modell ist wirklich sehr schön und die Bombe, wie wir sehen, hat ordentlich Sprengkraft. Wir gehen mal ein bisschen raus. So, da bleibt also nichts übrig. Und zusammen mit dem geänderten Payload der Strike Eagle kann die davon schon ein paar mitnehmen. Ich habe jetzt hier nur drei Stück angehangen. Die kann aber ein paar mehr mitnehmen. Okay. Okay, da sind wir mit dem Yui und ich habe mal den Autopiloten eingeschaltet. So, denn was ich euch jetzt zeigen möchte, ist ebenfalls neu für den Yui. Und zwar haben wir, das seht ihr unten rechts in der Ecke, jetzt einen Crew-Status. Das heißt, wir kriegen angezeigt, auf welcher Position wir sitzen und auf welcher Position die KI sitzt und bedient. Und dementsprechend haben wir eben auch ein paar Optionen, können zum Beispiel die KI auf Kommando feuern lassen. So, wir lassen die mal ihre Sitze beziehen und jetzt seht ihr unten schon bei linker Gunner und rechter Gunner, die stehen auf Return Fire.
Und wir können jetzt, das seht ihr auf der ganz rechten Spalte, den Burst einstellen, ob es ein langer Burst oder ein kurzer Burst, sprich ein Feuerstoß sein soll. Und was haben wir noch? Jetzt haben wir die Option, Feuer freizugeben. Das heißt, sobald wir ein Ziel sehen, fangen die an zu feuern. Und hier kommen auch schon ein paar. Und wie ihr seht, fangen die auch schon ordentlich auf die Trucks an zu feuern. Das heißt, während ihr Pilot oder Co-Pilot spielt, könnt ihr jetzt schon zu einem gewissen Teil die KI steuern. Und das ist natürlich kein vollwertiger Ersatz für ein Multi-Crew-Cockpit, also für mehrere Clients innerhalb dieses Hubschraubers. Aber ich denke, das ist definitiv schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich nicht nur, wenn man im Multiplayer spielt, sondern auch im Singleplayer bereichert das gerade dort sicherlich das Gameplay ungemein. So, wir lassen mal auf Hold umschalten. Und eine Neuerung, die alle Fahrzeuge betrifft, und das finde ich wirklich, war auf jeden Fall überfällig. Ihr könnt aus dem Spiel mit der Escape-Taste euch die Kontrollen aufrufen und direkt im Spiel bearbeiten. Die werden auch eins zu eins übernommen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr aus der Mission rausgehen, in die Option, dort eure Einstellungen vornehmen und dann wieder die Mission neu starten, sondern ihr könnt es jetzt, wie man so schön sagt, on the fly machen. Und ja, das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Neuerungen, die DCS World mit dem Patch 1.2.7 mit sich bringt. Und wenn ich so auf meine Liste schaue, dann sind wir an der Stelle durch. Der Patch 1.2.7 befindet sich aktuell noch in der Open Beta, also wird getestet, ob er auch stabil ist, ob alle Neuerungen auch funktionieren und natürlich auch keine neuen Bugs auftauchen. Und ja, hier zeige ich euch jetzt gerade mal die Chefs des UI. Sehen auch sehr schick aus. Wie lange diese Open Beta noch geht, bis der Patch vollends rauskommt, also in der sogenannten Release-Version erhältlich ist, kann ich euch zum derzeitigen Stand der Dinge noch nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großer, sehr, sehr guter Patch, der DCS World meiner Meinung nach ein gutes Stück voranbringt. Ja, und an der Stelle möchte ich euch natürlich einen frohen vierten Advent wünschen und da es bis Dienstag voraussichtlich kein neues Tutorial mehr geben wird, wünsche ich euch allen auch ja, ein schönes Weihnachtsfest. Ich bedanke mich und freue mich, dass ihr regelmäßig reinschaut und einschaltet. Ich freue mich auch jedes Mal über Feedback und Fragen unter den Videos. Also da wünsche ich mir ja hier für den Channel und ja für uns möchte ich sagen auch einfach, dass wir noch ein paar mehr der Leute we mehr werden, natürlich auch im Spiel, dass mehr Leute den Weg zur DCS World finden. Je mehr, desto besser. Und hoffe, ihr bleibt dabei und wir drehen in Zukunft jede Menge lustige Tutorials und auch Videos zusammen. Das an der Stelle von mir. Frohe Weihnachten und ringehauen.